Das geheime Tagebuch unseres Führers, Adolf Hitler. Also, 20. April 1945. Kurze Stunk. Wie? Ja. Ein Knüller. Wenn einer Tagebuch schreibt, dann schreibt er nicht nur eines. Natürlich nicht. Sondern mehrere. Natürlich. Unter Umständen. Und ich hätte dazu unter Umständen beschaffungsmäßigen Zugang. Es ist nur eine Frage, ob Sie sich das finanziell leisten können. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das ist ja wohl eine ziemlich braune Soße. Ich finde es ziemlich dilettantisch von Ihnen, dass Sie nicht überreißen, was das hier für ein Knüller ist. Diese schmierige Villiers, ich meine, können wir denn da nicht irgendjemand anderen dran setzen, seriöseren an so ein delikates Thema? Ich nehme an, Sie sind... Leute. Ja, schmierig ist er, schmierig. Das ist genau das richtige Wort. Knüller. Sie sind ja ein richtig... schmieriger Typ. Aha. Die, die Untermenschen. Nee, Übermenschen, ah ja. Die übermenschlichen AA. Das ist ja wohl ein A. Anstrengung soll das wohl heißen. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verhuren. Lesen Sie weiter, Willi. Moment, ich hab's gleich. Bitte. Jetzt weiß ich, was es heißt. Das ist ja ungeheuer. Das ist ja von einer solchen menschlichen Größe, von einer so schonungslosen Wahrhaftigkeit. Jetzt sagen Sie schon, wie heißt es denn? Es heißt, die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das ist ja sensationell. Das ist eine Weltsensation, meine Herren. Schau mal. So ungeheuerlich, dass ich mir, ich meine, ich finde diese Entdeckung so ungewöhnlich und erstaunlich, dass ich mir in Kenntnis der Person des Herrn Villiers eigentlich nur eine Frage stelle. Nämlich welche? Sind die
Echt? Wie meinen Sie? Echt? Verstehe ich jetzt nicht. Eines kann ich Ihnen ganz zweifellos und verbindlich sagen. Das ist aller echtester Hitler. Wie ist denn diese Scheiß-Ara? F.H. Führer Hitler. Für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Was ist das, ein F? F.H.? Ist ganz eindeutig ein F. F.H. Führer Hitler. Fahne hoch vielleicht. Quatsch, Fahne hoch. Führer. Führer Heil. Führers Hund. Führers Hand. Führers Hauptquartier. Führer Hauptquartier. Führers Hauptquartier. Sagen Sie einmal, Herr Kamerad, unter uns, das ist doch kein A, das ist doch ein F. Und Ferdinand hat er ja wohl nicht geheißen. Natürlich nicht. Na, was soll das da, das FH? Falscher Hase, Herr Obergruppenführer. Was? Danke. Fälschung, Herr Obergruppenführer. Haben Sie das nicht gewusst? Hermann! Die sogenannten Hitler-Tagebücher sind ganz zweifelsfrei ein Produkt der Nachkriegszeit. Die verwendeten Heftfäden und Kleber hat es zur Zeit des Dritten Reichs noch nicht gegeben. Inhaltlich handelt es sich um das grotesk oberflächliche Machwerk eines in seinem intellektuellen Vermögen äußerst beschränkten Kopisten und Fälschers. Einmal, Herr, wenn du noch einmal das Wort Kühler in den Mund nimmst, dann hau ich dir eine rein. Pitt, weißt du denn nicht, was das für ein Oberknaller ist? Wenn nämlich die Handschrift in den Tagebüchern Adolf Hitlers Handschrift ist, das Papier, auf dem er es geschrieben hat, aus der Nachkriegszeit stammt, dann kann doch das nur heißen, dass Sie uns um 9 Millionen Mark betrogen haben, Herr Willi. Für Mundgeruch und Blähungen. So eine unglaubliche Frechheit. Er lebt. Wer bitte lebt? Adolf Hitler. Er lebt. Und das werde ich euch beweisen. Ich suche ihn jetzt. Und ich werde ihn finden. Und wenn ich ihn gefunden habe, bringe ich ihn her. Hierher nach Hamburg. Weil Hamburg ist ja die deutsche Pressestadt. Da haben Sie mir ja eine ganz schöne Scheiße eingebrockt, meine Herren. Hi. Melde Gehorsamst. Brand nicht. Oberstuhlmann Führer. Was? Wer brennt nicht? Der Führer. Oberstuhlmann Führer. Von heute an müssen große Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden.